Metall geholt. Ach, wir müssen noch mal ganz kurz. Ich habe schon wieder das schlafende Auge hier. Oh, ich bin dran. Smitty, kannst du mir mal bitte aufs Maul hauen? das macht auch wach, oder was? Ja, beim letzten Mal hat es funktioniert. Wir wollen es nochmal ausprobieren. Bei so einer herzlichen Einladung seid ihr nicht nein. Ich grinse auch. Ich, ja. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Ark Survival Plus. Mit dabei heute der Weide. Hallo. Und der Smitty. Moin moin. Wir sind jetzt alle Level 30 und haben jeder zwei Berufe erlernt. Ich habe den Carpenter und den Tailor gelernt. Der Weide hat den Farmer und den Blacksmith, ne? Jawohl. Und der Smitty ist der Hunter und was kannst du noch? Ich kann noch den Mason. Was war das? Ach ja, der Mason, genau. Mason. Der Mason. Der Mason. Ich wollte schon wieder Manson sagen. Wir sind auch gerade so ein bisschen überfordert von den gefühlten 250 Sachen, die jetzt jeder von uns bauen kann. Das ist wahr. Brauchen uns gegenseitig, kann man sagen. Also ich zum Beispiel bräuchte jetzt unbedingt meine Säge. Ich hoffe, die kriege ich. Damit ich irgendwas herstellen kann. Ich bräuchte gerne Fass. Ich brauche... Also ich kann ja das Sägeblatt herstellen, aber um eine fertige Säge zu bauen, brauche ich dann ein Toolhandle, einen Griff für die Säge und den macht dann wieder der Carpenter. Den würde ich dann wieder machen müssen. Also sehr aufwendig, aber eigentlich auch sehr geil, ne? Dann kommt jeder mal zu seinem Einsatz. Allerdings müssen wir uns jetzt erstmal ein bisschen orientieren und wir fangen erstmal damit an, dass wir uns eine Säge organisieren. Dafür brauchen wir Metall. Also. Genau. Einmal losgezogen und Metall geholt. Ach, wir müssen noch mal ganz kurz. Ich habe schon wieder das schlafende Auge hier. Oh, ich bin dran. Smitty, kannst du mir mal bitte aufs Maul hauen? das macht auch wach, oder was? Ja, beim letzten Mal hat es funktioniert. Wir wollen es nochmal ausprobieren. Bei so einer herzlichen Einladung seid ihr nicht nein. Ich grinse auch. Sehr gut. Vielen Dank dafür, ne? Gerne. Schwarzer Bildschirm in der Aufnahme, immer gern gesehen. ey, nicht liegen. Hör auf. Nein, komm schon, wach auf. Ach, verdammt. Ja, war ich zu schnell wieder wach? Ja, in der Tat scheint es mir dann so zu sein, man ist dann komplett bewusstlos, verliert dann aber die Bewusstlosigkeit auch komplett wieder und dann ist das Auge weg. Ja gut, man schläft ja sozusagen. Ja. Am Bett geht's ein bisschen schneller, also da verliert man ja gar keine Zeit, da sagt er nur kurz Sleep, es geht klack und das Auge ist weg. Wenn das mal gehen würde, ich weiß, ich hab's nicht gefunden. Am Anfang nicht, das dauert ein bisschen tatsächlich, vielleicht bis du müde genug bist. Ach so, dann geht das vorher gar nicht? Nee, vorher geht das nicht. Das ist halt, wenn du dich vors Bett stellst und das anguckst, da sagt er halt ganz normal hier umbenennen als Option. Mhm, genau. Aber wenn du dann anscheinend müde genug bist, dann steht da Sleep, dann drückst du kurz und bist sofort wieder wach. Aber warum wirst du müde und ich weiß nicht, ich hab's noch nicht gehabt. Nee? Nee. Du tust nicht genug. Ja. Das kann natürlich mal schwer sein. Na klar. Immer die Ausreden. Vielleicht seid ihr einfach nur schwächer hier. Der Welt. So, dann wäre ich abreisefertig. Ja, ich bin schon mal vorausgeritten. Oh, warte mal, ich will noch einen Schluck trinken, aber dann bin ich abreisefertig. Also ich bin jetzt hier durch die Bucht geschwommen. Na gut, ich bin ja eh noch langsamer unterwegs. Ihr mit Pferdchen seid ja noch schneller, obwohl mit dem Level 30 Pferd weiß ich nicht, ob das schneller ist als ein Paar. Natürlich. Auf jeden Fall. Das ist genauso schnell wie das andere. Ah ja, okay. Dann halt mal kaum leben und... Aber, wie gesagt, ich bin jetzt durch die Bucht geschwommen, mitten durch Haie durch. Die haben mich, glaube ich, gar nicht angegriffen. Und außerdem, sonst wäre ich, glaube ich, auch schneller gewesen. Okay. Also da braucht man sich keine Sorgen zu machen. Ich glaube, die Rochen sind ein bisschen schneller, aber da hatte ich auch einen gesehen, aber der hat mich nicht angegriffen. Ich warte jetzt bei dem Aufgang zu unserem Haus. Achso, vielleicht hätten wir was mitnehmen können, was wir da noch deponieren. Da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Naja, weiß ich nicht.
So weit ist es ja dann doch nicht, ne? Wenn man durch die Bucht schwimmt, da ist man auch ruckzuck da. Mhm. So, hier unten am Strand läuft jetzt hier schon mal kein Galli rum. War eh weiter oben, ne? Ja, da müssen wir ein Stückchen nach oben. Ja, ich weiß nicht, ich glaube. Wir waren hier ziemlich weit unten. Ich gehe mal rechts an der Spitze vorbei. Ich weiß nicht, wo ihr lang seid. Ich bin jetzt direkt bei dem Aufgang zu unserem Feriendomizil. Achso, okay, ja. Da. Ja, da sehe ich ihn schon. Da bin ich auch. Angaloppiert auf dem Helm. Okay. Hier vorne. Zusammenbleiben oder uns aufteilen? Aber lass uns mal lieber gleich zusammenbleiben. Hier vorne ist ja immer gar nichts, ne? Ne, unten ist echt nichts. Guck mal. Das Pferdchen hier, irgendwas passiert, dann ist was los. Trütem opfert sich. Vielleicht sollten wir vorher ein paar züchten. Ja, wollte ich eigentlich auch, aber jetzt brauchen wir erstmal dringend irgendein Metall hier. Ja, ist nur schade, dass... schade, dass das so niedrigleviger ist, ne, mit Trütem. Da muss man, wenn dann, hoffen, dass er möglichst viel von der Mutter übernimmt. Ja. Ja, eben. Dann müsste man es vielleicht zwei, dreimal mindestens probieren. So blöde Lichtverhältnisse hier. Ja, blendet ganz schön. Hört ihr denn, Gullis? Was hier für ein Kram? Das ist ein normaler Stein wahrscheinlich, ne? Ja, das muss so ganz so richtig tiefschwarzer, flache Klippen sein. Okay. Ist ja alles in allem recht wenig los, ne? Ja, da war schon mal mehr los hier. Jo. Noch kein Galli gesehen. Nee, ich auch nicht. Vielleicht finden wir hier mal einen Ameisenhügel, das wäre schon mal... Oder das wäre auch gut, da haben wir wahrscheinlich auch genug zu schleppen dran. Ja. Obwohl, ins Pferdchen passt ja ein bisschen was rein, ne? Das stimmt. Wie sehen denn die Sachen, also die Ameisenhügel aus? Das... Wie so eine Sandburg, mehr oder weniger, mit so Türmen. Okay. Ein bisschen einfacher halt gehalten, hier sind ein paar Brontos, aber hier sind... Aber Obsidian sieht immer noch aus wie Obsidian, ne? Ach, hast du Obsidian gefunden? Ich hab Obsidian gefunden, ja. Ich weiß nicht, ob wir das nochmal brauchen. Irgendwann bestimmt. Oh, jetzt bin ich in den ins Unterbein reingebackt. Mann, um Meter. Also hier oben bei den Brontos ist auch nicht viel und da ist so sumpfiges Gebiet, da will ich jetzt nicht weiter rein. Das lassen wir mal lieber, ne? Oder ein bisschen zurück. Hier konnte man doch noch rechts und links dann. Ich mal nach links. Wo seid ihr jetzt? Ich bin jetzt den Weg kurz wieder zurück und dann nach links. Ja, links bei den beiden Brontos, da bin ich auch gerade. Ja, Mensch. Achso, jetzt bin ich wieder hier, wo wir den Arno abgeschossen haben, wo da dieses Nest an der Wand hängt. Da bin ich jetzt wieder in der Brücke. Hier war auch irgendwo ein Kanu. Da war irgendwo eins. Bin ja auf dem recht schnellen Pferd, ich versuch's mal. Bin ich schon wieder hier halb im Sumpfgebiet, um Anständiges hier zu sehen. Das ist cool, ich glaube, ich sehe dich da ganz weit hinten. Meine neuen Grafikeinstellungen, die sind schon nicht schlecht. Mhm. Ja. Wenn man was sucht, ne? Ja, eben.
Ja, ohne was gehe ich hier nicht weg. Also. Oh, hier sind ganz viele Fliegen, ey, scheiße. Ja, es hat nicht mehr so einfach wie früher, ne? Einfach zum Metallstein abklopfen. Ja. Das ist ein bisschen aufwendiger mit den. Ja, mit den Eisenerz ist es. Mit dem Eisenerz ist es einfach, ja, die Iron Ore. Das ist, bleibt einfach, aber mit Metall ist was anderes. Aber ich habe hier einen Galli gefunden, der hier oben rumguckt. Wo bist du? Oh, das ist schon mal gut. Ja, ja, hier irgendwo, wo wir eben waren, da ist es wieder einer aufgetaucht. Okay. Aber da ich nicht weiß, wie der Kram aussieht. Hier hinten sind. Kämpfen gerade 3 Alus und 2 Rexe. Oh, oh. Gegen den Diplo. Ach du Scheiße, jetzt bin ich. Nein! Oh. Bin erstmal hier runtergestürzt zu den Rexen und. Oh. Naja, im Zweifelsfall könntest du noch schneller sein. Wärtchen. Denke schon. Noch ein paar Haken schlägst. Folgt mich was? Nö. Ist auch nichts allzu Spannendes. Wie auf der Ebene ist echt mal mau. Will jetzt mal hier irgendwas haben. Drei, vier Raptoren. Noch nicht stören. Sag, letztes Mal, als du die Ameisenhügel gesehen hast, aber dann hast du sie abgebaut, ne? Ja. Scharf. Oh. Oh, hier habe ich Ameisenhügel. Ehrlich? Ja gut, wo bist du? Bau ne nicht ab, sonst musst du. Also, ihr musst du absammeln, ne? Mit E. Okay. Nicht draufhauen. Oh, jetzt. Vom Ameisen raus, wo bist du denn? Ja, die fliegen, ne? Richtung, naja, also halb um die Bucht wieder rum. Ach so, okay. Wir wissen da ich bin noch, unten, bin noch auf der Seite, ich bin irgendwo am Hang lang gelaufen halt. Ach ja. Scheiße, hier ist jetzt nur einer. In der Box sind auf jeden Fall wieder Fledermäuse. Okay, gut zu wissen. Ich habe sie gerade gehört, ich mache hier einen Abflug. Ja. Wow. Und welche Team? Ja, immer nehmen. Komm mal mit hin. Wahrscheinlich ist da so viel Zeug drin, dass ich wahrscheinlich mich helfen muss, oder? Bisher nicht. Ist aber nur Lehm drin. Ich hab nur einen Stack habe ich hier rausgekriegt.
Mach mal wie bei dem Biberdämmen auf, ne? Ja, einfach mit E aufmachen, dann kannst du es, glaube ich, raussammeln. Da sind 5 Säulen hier. War nur in einer was drin, in der anderen ist überall nur Lehm. Okay. Kann man die dann auch zerstören vielleicht? Vielleicht muss man die dann auch zerstören, wie die Biberdämme, dass man die dann mal was wiederkriegt. Nicht aber schwer zerstören. Ja. So, ne, das kannst du. Oh, Mann, der Paarer kann den gut zerstören. Kaputt. So, abernten. Der Stego freundlicherweise kaputt gemacht hat. Da kämpft irgendwas. Wie kämpft hier ein Bronto? Alter, sind hier viele Raptoren. 6 Stück auf dem Haufen. Ja, dann könntest du bei mir in der Nähe sein. Mhm. War jetzt nicht viel. 91 von dem Dano Mount Junk habe ich. So, das war nur in einem was drinne. Eigentlich. Hoch her. Wollte ich gerade wieder zu finden, aber irgendwie. Auch gar nicht kämpfen die denn da? Ein Rex ist. Oh, da sind die 3 Allosauren. Nee. Gleich wieder. Da mach ich doch gleich wieder kehrt. Besser ist. In 5 Meter Weile sind nochmal 3 Allosauren. Ein bisschen weiter reitest bei den 3, wo die Rexe sind, weiter geradeaus bist, dann hast du auch nochmal unten 3 Stück stehen. Aber Bienennester hast du auch ein Ende hier, du. Wir sind jetzt auch ungefähr bei 20, Heiko. Ja. Dann machen wir mal hier. Kurzen Break. Obwohl ich ja noch nichts gefunden habe. Have a break, have a kit. So ist es. Jawohl, dann stehe ich mich mal hier in Schatten unter das Bäumchen. Und ich habe Ameisen gefunden. Ja, Ameisen hatte ich immer auch ein paar. Aber leider keinen Ameisenhügel. Ich sehe ganz viele kleine Häufchen. Ist das sowas oder muss das schon so ein richtiger Hügel sein? Weiß nicht, könnte sowas sein. Vielleicht im Entstehen. Ja. So, wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Bis denn. Ciao, ciao.